So, liebe Pokerfreunde, wir warten auf die Full-Tilt-Pressevertreterin oder wie auch immer sie sich zu nennen mag. Oder ja, Eddie, was ist das denn für eine Person, die jetzt gleich kommt? Ja, die Nicole. Die Nicole, das ist quasi unsere Repräsentantin, also für das deutsche Full-Tilt-Team. Die hat unsere Interessen vertritt und ja, halt alles organisiert, was so anfällt. Der Platz ist plötzlich leer, weil der Doppelchamp einen Kaffee holen gehen muss. Denn ich habe ja Lokalverbot und kann noch nicht mal das Kaffee betreten. Wir sitzen jetzt außen vor der, oder besser gesagt, an der Promenade vor dem Wasser, vor dem Hotel. Da haben wir das Wasser, da die Brücke. Da ist der Beweis, der Champ bringt Kaffee. Nee, ich gebe dir wieder einen aus, so sieht's nämlich aus. Das wollen wir festhalten, weil das habe ich jetzt das erste Mal fast wie schriftlich. Wo geht dann jetzt wieder hin? Naja. Schauen wir mal, was er noch anbringt. Nichts. Ein Brötchen. Ja, da kriege ich bestimmt nichts von. Davon krieg ich jetzt nichts, ne? Das hältst du im Cocktail aus hier. Wieso? Das hältst du im Cocktail aus. Was ist denn da? Hast du ein Brötchen geholt oder irgendwas? Nein. Was krieg ich denn davon? Doch nicht immer so blöd. Was krieg ich denn davon? Pass auf, halt da einfach mal die Klappe und hör zu. Ja, also. Siehst du, ich bestelle einen Kaffee und ich bestelle ein Schnittchen. Dann rufen Sie die Nummer auf. So, dann gehe ich hin, dann bringen Sie nur den Kaffee und ein Schnittchen. Und dann sage ich, ja, wo ist das Schnittchen? Und dann sagt er, ja, it's all done independently here. So, das heißt, ich bringe den Kaffee zurück und auf dem Weg, wo ich den Kaffee trage, schreit er mir hinterher, dass er Schnittchen da ist. Wo ist denn meins? Vergiss es. Ist ja gar keins für mich dabei. Nein. Wollt's ja keins. Du hast mich ja gar nicht gefragt. So wird mit mir umgesprungen, also es, hier wird sich den Rüden, umgesprungen, so wird sich hier den Rüden Methoden angepasst. Naja, der war ja schon immer so zu mir. Also, wir waren bei der Nicole stehen geblieben, die ja gleich kommt und die wohl die Deutschlandvertreterin ist und sich um die Belange kümmert. Wie sieht es denn aus für den Berichterstatter? Meinst du, der darf noch mal rein in das Gebäude? Nein. Der Berichterstatter hat sich daneben genommen und hat sich für australische Verhältnisse strafbar gemacht, indem er... Was hat er denn gemacht? Das Klo, glaube ich, gefilmt. Ich weiß es nicht. Nee, da war er noch nicht drauf. Da war er nicht drauf. Ja. Also es ist halt so, dass hier alles streng reglementiert ist. Don't do this, don't do that, follow the sign, stand behind the yellow line. Also wie man es in Amerika kennt, ist es halt hier auch. Und erschreckenderweise noch viel schlimmer teilweise. Die Leute sind eigentlich ganz nett und es ist auch sehr schön hier, aber diese Flut von Regeln, die einem da entgegenspringt, ist schon phänomenal. Also die Chris, die hat gestern bei mir zugeguckt, als ich Satellite gespielt habe. Christiane Kletsch, ne? Full Tilt Pro. Hat gestern bei mir Satellite zugeguckt und da wurde sie zweimal darauf hingewiesen, dass sie falsch steht. Dann hat sie gefragt, wo sie denn richtig stehen würde und dann hat man sie 10 cm in Worten 1 so, ja, 10 cm nach hinten geschoben, ja. Weil da wahrscheinlich die Barriere. Die imaginäre. Ja, also Golfspieler kennen das ja, dass man sehr genau ist mit der Auslinie, so muss man sich das hier auch vorstellen. Ne? Also wo sie stand, also es ist wir teilweise ist mal das Schnitzel oder was das ist. Stück Kuchen. Davon kriege ich nichts ab. Jetzt kann man es eh nicht mehr essen, er hat es mit den Händen angepackt. Ja, es sieht also jetzt wie folgt aus, nur zur Erklärung. Du wirst ja jetzt gleich zur Eröffnung von diesem Main Event gehen und der Champ, beziehungsweise ich bin schon ganz durcheinander, der arme Coach, der muss jetzt draußen irgendwo hocken und hoffen, dass irgendjemand ihm Material zutraut. Also es sieht jetzt so aus, dass ich deine Arbeit mache. Also neben der Tatsache, dass ich auch noch spiele, mache ich auch noch deine Arbeit und du machst den lauen Lenz und kannst irgendwo... Dass wir sie am Strand. Ja, aber du hast dich ja als Einziger von den Deutschen ja mal für fast auf Tutti qualifiziert, indem du so ein Satellite gewonnen hast. Das ist halt normal. Ja, was heißt ja, okay, natürlich, dann macht sich wieder die Qualität bemerkbar. Ne? Genau. Ja, richtig. Ja, also. Die Qualität setzt sich durch, wie immer. Ja, ich habe trotzdem keinen Kuchen bekommen. Aber anscheinend schmeckt der auch nicht.
Doch, der ist gut. Schade. Wenn nicht so viel Zucker da wäre. Ja, ich weiß im Moment auch nichts zu sagen. Wir warten mal, bis die... Aber wir sind guter Dinge. Also im Großen und Ganzen, bis auf die Tatsache, dass der Coach sich völlig daneben benommen hat. Das stimmt doch gar nicht, das weiß er doch selber. Und jetzt Hausverbot hat, ist eigentlich alles prima hier. Mal wie immer. Wie immer. Ja. Ich weiß nicht, irgendwas mache ich falsch. Wahrscheinlich bin ich zu direkt und ich kümmere mich ja auch um nichts. Wenn mir einer sagt, tu das nicht, dann denke ich, er hat mir gesagt, tu das doch, aber... Ja, das ist vielleicht ein Problem bei dir. Ja, also zum Glück habe ich ja alles auf der Kamera aufgenommen, zu welchem Zeitpunkt mir jemand was gesagt hat und was ich zu befolgen habe. Aber okay, wir werden gleich die Nicole und noch einige anderen Profis hier treffen und dann geht der Bericht auch schön und brav weiter. Statt für ewig dankbar zu sein, dass ich dich zum Doppelweltmeister gemacht habe, soll ich dir nicht auf die Nüsse gehen. Doppelweltmeister? Das finde ich aber echt genial. Kannst du das mal wegschneiden? Kannst du mal aufhören jetzt? Nee, aber das kann ich eben nicht. Deswegen bin ich auch rausgeflogen. Also, wie ist denn die Strategie von dir? Morgen spielst du ja. Also, ich werde relativ tight spielen am Anfang. Also, Stahlbeton. Nein, es kommt natürlich auf den Tisch an. Ich denke, ich habe jetzt schon ein bisschen was mit den Leuten gespielt hier und die zahlen gut aus. Also wenn man die Nats hat oder annähernd die Nats, dann wird man also schon voll ausbezahlt. Das heißt also, ich denke, es ist vernünftig, erstmal, man hat ja sicherlich viel Zeit, solide Hände zu spielen, wenn man da ein oder zweimal was hat, was trifft, dann kriegt man eigentlich gute Auszahlung. Das hast du beim Satellite gemacht? Ja, so habe ich es auch zum Beispiel beim Satellite, das war unfassbar. Also die haben also mir ein Geschenk nach dem anderen gemacht, also da braucht es eigentlich gar nicht so sehr gut spielen. Und wie sehr es ist auch nicht mein Spiel, da in der Anfangsphase so viel rumzuholen. Bezifferst du dann deine Chancen, an Final Table zu kommen, ohne den Coach? Bisschen höher als mit dem Coach. Also, okay, da wollen wir gar nicht wissen. müssen wir den Namen nennen. Also Nicole, du bist ja immer noch am Essen. Ja. Dabei bist du doch so schlank. Danke, da höre ich ein Kompliment. Ne? Hübsch und schlank. Ich tue jetzt nicht nach unten ab, ne, du weißt. Reicht mir da ein nettes Profil. Wie sieht denn überhaupt deine Arbeit hier aus? Du bist ja auch bis zum 21., sprich dem letzten hier. Ich muss irgendwie versuchen, besser mit dem Licht klarzukommen, weil das ist immer jetzt so. Jetzt ist es besser, weil ich den hellen Boden im Hintergrund habe. Das ist besser. Du bist ja bis zum 21. hier. Was spielt sich denn für dich speziell, da du ja wohl nicht selber spielst? Richtig? Ja, ich bin zu untalentiert. ganz klar. Was machst du denn die ganzen Tage? Musst du irgendwas organisieren oder was machst du überhaupt hier? Warum bist du überhaupt hier? Also ich bin einmal hauptsächlich hier wegen den deutschen Pros, klarerweise. Und es gibt auch ein paar Gespräche mit dem Bob Wolf und dem Rebendar. Ja, wer ist das? CEO und Marketingdirektor. Von wem? Von Full Tilt. Aha, alles von Full Tilt. Und dann arbeite ich ganz normal eigentlich. Ich mache meine normalen Dinge. Also. Ich habe jetzt die ganze Nacht nicht geschlafen und fühle mich total gut, ja? Ja. Aber ich hab gearbeitet, aber es kommt dann eben Nachmittag, ne? Wann kommen denn die anderen Pros hierher, um diese Besprechung abzuhalten? Das ist immer so. Für den ersten Tag. Nachdem die Pros alles sehr unorganisiert sind, werden die wahrscheinlich im letzten Moment alle 20 vor 12, bevor es zu mir anfängt, antanzen und dann muss man die wahrscheinlich ganz schnell abfrühstücken. Aber es kommen dann welche hier hin, ne? Oder nicht? Ja. Na gut. Weißt du, wie groß sind.